Ministerin, liebe Gäste. Ich freue mich sehr, dass ich vorgestellt worden bin, denn heute Morgen stand ich mit dem französischen Botschafter drüben im Gastland bei den Finnen. Und vier Kinder kamen auf mich zu und haben gesagt, wer bist denn du? Bist du wichtig? Und ich habe gesagt, ich bin der Direktor hier. Das ist der französische Botschafter. Dann sagten die zu mir, aber das macht nichts. Was aber dann toll war, dass sie sich tatsächlich dann auf Französisch vorgestellt haben. Schön Appell, also wunderbar. Aber dann sind sie weitergezogen, weil wir waren vermutlich doch zu langweilig. Ich habe an dieser Stelle hier in den letzten Jahren immer ein bisschen aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend erzählt, von meinen Lieblingsbüchern, was meine Mutter mit mir angestellt hat, wenn ich nachts so gelesen habe und so weiter und so fort. Aber ich dachte, das muss jetzt aufhören, ich bin jetzt erwachsen. Ich kann nicht mehr aus meiner Kindheit erzählen. Ich glaube auch, dass ich so meine Lieblingsbücher durchziehe. Also ich habe mir vorhin gerade überlegt, auf dem Weg hier runter, dass ich mir manche Bücher immer wieder gekauft habe. Das heißt, Kinder-, Jugendbücher, die sind nie weggegangen. Ich lese die auch jetzt noch. Und ich habe die versucht, auch meinem Sohn zu vermitteln, aber der hat seine eigenen Vorlieben. Aber was mich dann irgendwie doch wieder gefreut hat, ich hatte das Kind als Buch, dann habe ich es meinem Sohn gekauft und irgendwann durfte ich es dann mir kaufen. Mhm. Weil das Exemplar, das mein Sohn in den Händen hatte, das hat ihn nicht gut überlebt in der Regel. Aber noch was ganz anderes. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Wer heute über das Messegelände gelaufen ist, hat heute Morgen schon ziemlich viele Kinder hier gesehen. Und Sie wissen, das ist eine Fachmesse. Eine Fachmesse bis Freitagabend um 7 Uhr. Und am Wochenende sind wir offen für das Publikum. Vermutlich haben sich einige gewundert. Aber warum wir das getan haben und warum wir uns so freuen, dass so viele Kinder da sind, weil wir glauben, die Kinder sind das Fachpublikum. Es ist wichtig, dass Sie, dass ihr hier seid. Und tatsächlich auch hinter die Kulissen gucken könnt und die Autoren sehen könnt, die Autoren anfassen könnt, seht, was alles zum Buch dazugehört und vielleicht auch enttäuscht sein, wenn eben ein Nicht-Autor hier auch rumsteht und ganz andere Dinge hier tut. Ohne euch, ohne sie, gäbe es diese Buchmesse nicht mehr. Wir dürfen das nicht vergessen. Ich meine, das ist eine Messe für Buchhändler, für Verleger, für Autoren, für Übersetzer, für Illustratoren. Aber ohne euch könnten wir eigentlich überhaupt nichts anfangen. Uns gäbe es nicht, ja. Wenn Sie, ihr, die Leser, nicht da wärt, wenn ihr nicht so große Freude hättet, auf die Buchmesse zu kommen und uns das auch immer wieder zu sagen, uns Buchleuten, dass es wichtig ist, dass ihr lesen wollt, dann könnten wir verschwinden. Dann wäre das hier alles erledigt. Wir könnten nach Hause gehen und ich müsste mir einen anderen Beruf besuchen. Das heißt also, vielen Dank. Ganz toll, dass ihr hier seid. Und ich wünsche mir nächstes Jahr noch viel, viel mehr Kinder am Freitag auf diese Buchmesse. Danke.